Ich möchte jetzt einmal kariertes Papier zeichnen. Dazu brauche ich wieder ein paar Symbole. Unter Start nehme ich hier einmal Objekte markieren oder auswählen hinzu. Dann unter Einfügen nehme ich einmal hier diese Schnellbausteine und die Formen hier. Ich brauche auch recht häufig das Rechteck. Das finde ich allerdings nur hier in diesen weiteren Befehlen. Hier alle Befehle und dann kann ich einmal hier reinklicken und einmal das R drücken und finde mich hier unten und hier ist das Rechteck. Dann brauche ich noch einmal Form formatieren, also F drücken und hier vorne ist das. Und dann brauche ich noch einmal das Gruppieren, G drücken und hier brauche ich zwei Befehle. Einmal Gruppierung und Gruppierung aufheben. Ich schalte jetzt mein Gitternetz ein und zeichne mein erstes Rechteck. Durch das Springen im Raster weiß ich, das sind immer 0,25 Abstände, also zweimal gesprungen heißt 0,5. Hier kann ich jetzt die Form formatieren und sage, die Farbe soll weiß sein und die Linienfarbe, die soll dunkelgrau sein. Da muss man ein bisschen experimentieren, je nachdem wie der Drucker das druckt oder wie ein Kopierer das dann nachher noch vervielfältigt. Auf jeden Fall würde ich hier die Stärke auf 0,75 einstellen und dann habe ich hier mein Rechteck. Leider hat Word hier einen kleinen Bug. Das heißt, ich kann hier nicht ganz sauber arbeiten. Das kann ich aber umgehen, indem ich ganz nah ranzoome. Fürs Zoom kann ich auch die Steuerungstaste benutzen, STRG drücken und jetzt mit dem Scrollrad ranzoomen. Jetzt gehe ich ganz nah ran und hier, das kann ich jetzt bewegen. Ich kann das aber auch genauso gut mit den Steuerungstasten bewegen, mit den Cursor-Tasten. So, und ich möchte dieses kleine Karo einmal duplizieren. Ganz einfach. Ich drücke die STRG-Taste, jetzt erscheint hier ein kleines Plus und jetzt ziehe ich mit der linken Maustaste gedrückt einfach nur das hier hinten hin und jetzt gehe ich mit meinen Cursor-Tasten ran und kann das dort platzieren und manchmal sieht man hier, das landet nicht genau da, wo es sein soll. Mit den Cursor-Tasten, wenn ich dann noch mal ein paar Mal hin und her gehe, dann sollte ich eigentlich ziemlich sicher gehen. Hier passt das immer noch nicht ganz, vielleicht muss ich hier einmal noch. Das ist ein bisschen frickelig. Jetzt passt das. Jetzt sieht man hier, ist eine Linie. Jetzt kann ich beide markieren hier. Und jetzt kann ich beide duplizieren. Pack sie hier erstmal hin. Und jetzt mit den Cursor-Tasten arbeite ich mich langsam ran. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Diese vier Karos gruppiere ich einmal. Markiere alle und jetzt kann ich hier rauf gehen. Gruppieren ist sowas wie zusammenkleben und jetzt kann ich das gesamte Element auswählen und auch duplizieren mit der Steuerungstaste und hier arbeite ich dann auch wieder mit den Cursor-Tasten. Ich sehe hier, da passt das noch nicht ganz, da muss ich noch einmal ein bisschen nacharbeiten. Gruppierung hebe ich auf und hier dieses Element irgendwie. Mal gucken, ob das jetzt passt. Ist immer noch ein kleiner Versatz. Vielleicht muss ich den noch mal ein bisschen hin und her bewegen. Jetzt passt das. Jetzt gruppiere ich das Gesamte. Und dann kann ich das ganz gut verschieben. Auch hier ist dieser kleine Versatz. Ich arbeite jetzt wieder mit den Cursor-Tasten. Und das sieht gut aus. Und jetzt ziehe ich diese beiden Elemente noch einmal nach unten. Und auch das passt jetzt, da muss man ein bisschen testen und jetzt kann ich hier das Gesamte gruppieren und mich dann langsam vorarbeiten. Das packe ich hier hin und jetzt mit den Cursor-Tasten ran und immer gucken, noch ein bisschen ranzoomen, hier ist der Versatz immer noch da. Jetzt passt das
Und dann kann ich auch das hier wieder hier hinpacken, ranzoomen und ein wenig bewegen. Das sieht gut aus. Und auch hier arbeite ich mich langsam vor. Wieder ranzoomen. Das sieht noch nicht so gut aus vom Versatz hier. Jetzt passt das. Und ich kann jetzt auch mehrere gleichzeitig auswählen. Ich nehme mal die hier. Wieder ranzoomen. Bisschen austesten. Das sieht gut aus. Und jetzt noch einmal die beiden hier. Und auch wieder ein bisschen hin und her arbeiten, ranzoomen. Das sieht gut aus. Ich schaue noch einmal hier die gesamte Reihe an. Das passt. Jetzt kann ich rauszoomen und einmal hier alles gruppieren. Das packe ich jetzt einmal in meine Auswahl hier rein und kann das hier zu meinem Schnellbaustein hinzupacken. Das nehme ich einmal Karos und kann jetzt hier ganz wichtig einmal den Speicherort auswählen und in Normal soll es gespeichert werden, sodass das auf jeden Fall immer in jedem Dokument erscheint. Jetzt klicke ich auf OK und habe hier mein kariertes Papier. Das kann ich noch duplizieren, also nach unten ziehen. Und ich sehe hier ist, erscheint das immer unter Karos und wenn ich hier raufklicke, dann wird es in jedem Dokument auch immer wieder eingefügt. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.